Moin moin Freunde und willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich habe gerade eben wieder 600 Won Schulden von Ridlock wiederbekommen. Jetzt fehlen nur noch 800 Won und ich dachte mir, ja komm, mit den 600 Won gehen wir natürlich direkt wieder in einen Rubin rein. Da habe ich natürlich Bock drauf, das sind wieder geschmeidige 207 Won, die wir wieder in einen Rubin investieren. Mal gucken, was er heute mit sich bringt. Lieber Drachengott, steh mir bei und mach diese zwei Steine zu einem Brilli. Perfekt, genauso will ich das haben. Und jetzt zu einem perfekten Brilli. Nein, so will ich das nicht haben, aber egal, Hauptsache geklappt. Ich öffne jetzt 400 schimmernde Muscheln aus dem Grund, weil ich jetzt gerade mal 5 schimmernde weiße Perlen brauche, in der Hoffnung, dass ich natürlich dann 5 Stück kriege. Ansonsten werde ich das jetzt wie immer so machen, dass ich hier Steinstücke habe und anhand der Steinstücke sehe ich dann gleich, wie viele Perlen ich gekriegt habe. Die packe ich dann auf Seite 1, um das dann ordentlich zu sortieren und dann können wir gleich gespannt sein, was wir kriegen. Die Muscheln sind durch, wir haben insgesamt 20 Perlen gekriegt, dann hoffen wir mal, dass das 5 weiße dabei waren und wir haben 5 weiße, genau das, was ich wollte. Perfekt, und damit können wir gleich einen Titangürtel herstellen. Denn es gibt neue Missionen, wo man einen zweiten kriegt. Und da dachte ich mir, komm, wir stellen einfach mal einen her. Vielleicht habe ich ja Glück und ich treffe 30% Chance. So, Freunde, jetzt stellen wir mal einen Titanengürtel her. Ich hoffe, ich treffe die 30%. Das wäre einfach nur zu wild. Denn ich habe noch nie einen hergestellt. Come on, gib uns einen Titangürtel und er ist fehlgeschlagen. Nein, Titanplättchen sind so teuer. Es ist so ärgerlich. Ach, gönn doch einmal so einen blöden Gürtel. So ein Mist. Weil leider Gottes sind die Missionen am Laufen und ich habe jetzt keinen hergestellt. Und ja, gut, Titanplättchen ist jetzt Mangelware. Muss ich gucken, ob ich irgendwann nochmal einen Try mache. Nach unglaublichen 30 Won Miese muss definitiv jetzt ein guter Brilli Saphir her. Ich sagte ein guter Brilli Saphir, kein Lupi. Ärgerlich. Egal. Dann gehen wir mal ein bisschen mehr in die Saphire rein, hätte ich gesagt. Mal gucken, wie viele wir auf klar kriegen erstmal. Wenn wir einen Triple Death mit den richtigen Deaths kriegen, werden wir den natürlich lassen und weiterverkaufen. Aber ansonsten werde ich eigentlich alles weiter haben hier. So, wir haben 5 klare gekriegt, wovon keiner gut ist. Jetzt nochmal 2 Loopies bitte. 3 wären noch cooler. Ja gut, schade. Aua, okay, jetzt come on, dankeschön. Jetzt 2 Brillis bitte, bitte, dankeschön. Der nächste, auch Brilli, sehr schön. Und der hat 3 Bonis und der hat, Jesus Maria. Also ich sag mal so, jetzt gerade bin ich neutral, wenn ich so sehe. Aber ich bin ein Gambler, Suchti, und deswegen machen wir den Exit Trend, der schlägt Fail und das tut weh. Nein. So, der klappt aber jetzt wirklich hier. Also da habe ich ein gutes Gefühl bei. Ich habe jetzt noch meinen gekauft hier für 94 Won. Tut ein bisschen weh für den Preis, aber ich bin altiersüchtig. Deswegen muss das jetzt klappen. Sehr schön. Der Echse ist am Start und jetzt habe ich einfach mal 3 Bonis. Und der sah ziemlich blank aus. Und er hat Abwehr gegen Ninja. Ja, gut, das war miese, würde ich sagen. Knapp 150 Won. Aber immerhin ist er jetzt Echse und ich kann nichts mehr mit dem Stein machen. Das ist ein positiver Punkt. Ich muss ja sagen, Drehen funktioniert in letzter Zeit nicht so berauschend. Wir haben jetzt gerade knapp 210 Won Miese gemacht mit dem Saphir umgerechnet. Ist ärgerlich, aber ganz ehrlich, mit dem Brilli-Rubin im letzten Video sind wir neutral nach dem Dreher hier erst. Also wenn der jetzt nichts wird, der Dia, sind wir neutral alleine nur durch den Brilli. Deswegen haben wir ein bisschen Gamble gehabt, ein bisschen Spaß gehabt. Und dann hoffen wir mal, dass dieser Gamble jetzt hier was gebracht hat und der Dia mindestens Widerstand FKS hat. Das wäre ziemlich wild und der ist definitiv blank gewesen. Ich wusste es einfach, dass der blank wird, aber ist nicht schlimm, jetzt sind wir neutral wieder. Was soll's, also naja, vielleicht beim nächsten Mal. Jetzt mal einen kleinen Standpunkt hier von meinen Shops und an was für einen Standpunkt ich mich generell befinde. Und zwar alle Shops, die ihr hier seht, hier haben eine Won-Grenze von genau 999 Won jetzt erreicht. Außer der letzte, der hier von mir, das hier ist übrigens nicht mein Shop als Hinweis, ne? Wollte ich nur mal sagen. Aber der Shop hier, der ist irrelevant, denn da läuft ja derzeit das 30 Tage Aufhebeprojekt, was ich am Laufen habe. Dazu gibt es dann später ja ein Video, also den Shop hier nicht dazu gezählt. Insgesamt sind das jetzt gerade hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Shops mit 1000 Won drin, plus 97 Won auf dem Char, plus 800 Won, die ich noch von Ridlock kriege, plus 2 Saphire, 3 Jade, die ich noch hier liegen habe, ja, ein Dia, generell habe ich hier noch ein paar Mondsteine liegen, bisschen Titandioxid, ein paar Truhen und ja gut, hier habe ich ja noch den silbernen und goldenen Okay-Truhen-Shop, da liegen auch nochmal über 10.000 silberne Okay-Truhen drauf, nochmal 1.000 goldene oder sowas auf dem Char, also ich habe auf jeden Fall gerade locker, lass mich nicht lügen, locker 11.000, 12.000 Won in den Shops.
Das läuft auf jeden Fall. Und ich hoffe mal, dass jetzt im Laufe der Zeit ein paar Alchi-Steine rausgehen. Denn umso mehr Content können wir jetzt auf jeden Fall machen. Umso mehr Gambling natürlich. Ist ja logisch. Da habe ich mega Bock drauf. Jetzt muss ich erstmal wieder was verkaufen. Ich habe gerade nur 97 Won am Start. Da kann man natürlich nicht viel mit anfangen, würde ich sagen. Aber das hier ist auf jeden Fall zum Standpunkt von meinen Shops gerade. Einmal gamblen werde ich noch. Ich werde mir jetzt hier für 97 Won nochmal ein paar Onyx kaufen, in der Hoffnung, dass wir dann einen Brilli-Try am Ende haben werden. Das wäre natürlich sehr, sehr nice, denn die Onyx sind gerade sehr, sehr günstig mit 7 Won. Normalerweise kosten sie 8, deswegen werde ich jetzt hier erstmal den Markt gleich leer kaufen. Dann hoffen wir mal, dass der Drachengott uns jetzt gnädig ist mit Onyx hier heute. Das wäre sehr schön, wenn wir hier mal einen perfekten Brilli-Onyx herzaubern würden, würde ich sagen. Aber erstmal müssen wir das Ding auf, Brilli hochhaben. Das wäre erstmal so der erste Punkt. Der erste hat schon mal geklappt, auf klar. Der zweite, perfekt. Der dritte, genauso muss das laufen, auch wenn wir gleich Richtung Loopy gehen. Es haben einfach, ja, 6 von 6 geklappt. Ist hier ein Perfekt dabei, den wir nicht weiterhaben können? Nein, ist kein Perfekt dabei. Jetzt einfach 3 Loopies wären wild. Der erste Loopy, perfekt. Der zweite Loopy, perfekt. Und jetzt noch der dritte zum Abschluss. Hoha, also 9 von 9. Das ist eine geile Quote. Und jetzt einfach mal der Brilli noch hinterher. Das wäre wild. Und es war ja klar der teuerste Try, der schlägt Fail. Das war so typisch. Aber egal, wir haben noch einen Brilli-Try am Start. Und der schlägt auch Fail. Uiuiuiuiuiui. Das tut ein bisschen weh, also das hätte ich nicht erwartet, dass die teuersten Tries diesmal fehlschlagen. Diesmal war es andersrum tatsächlich, also das kann auch passieren und wir haben einen perfekten. Haha, das Spiel will mich jetzt einfach nur trollen, hätte ich gesagt. Einfach ein perfekter Loopy jetzt hergestellt, aber gut, den kriegen wir, was weiß ich, für 60 Won oder sowas verkauft. Im Großen und Ganzen waren das jetzt so knapp 30 Won, miese hätte ich gesagt. Zu guter Letzt dachte ich mir, komm, wir gehen noch mal ins Hydra-Gambling. Insgesamt habe ich jetzt hier knapp 11 Won an Hydra-Truhen liegen. Ein magischer wäre natürlich so ein bisschen Pflicht, würde ich sagen. Und vielleicht 2 Bände oder 10 Exos dazu. Dann wäre das okay. Mal schauen, was wir dann am Ende rauskriegen und ob wir überhaupt einen magischen Stein ziehen. Denn auf Tigerghost lief zum Beispiel nicht so gut, wie ihr ja gesehen habt bereits. Aber naja, mal schauen, wie es hier läuft. Die ersten 5 Truhen waren schon mal Schmutz. Habe ich Exos gekriegt? Ich meine, ja, einmal Exos haben wir hier. Machen wir weiter mit Juwel der Missgunst. Perfekt, danke dafür. Da ist auch schon das erste Band am Start. Jetzt noch ein magischer und dann wäre ich schon fast glücklich hier. Passierscheine brauche ich ja auch noch mal ein paar hier, deswegen für die Hydra, falls ich mal wieder laufe. Aber erstmal habe ich jetzt eine kleine Pause, weil ich an 30 Tage Aufheilpad habe. Ein zweites Band haben wir gekriegt. Es fehlt halt, wie gesagt, nur noch der magische Stein. Gib mir diesen einen magischen Stein, den ich mir hier noch wünsche. 10 Truhen an der Zahl noch. Schmucksteine und so weiter kann ich alles selber nutzen. Da habe ich ja Gott sei Dank genug Geiststeinbündel hier. Jetzt einfach mal das dritte Band hier auch am Start. Bis jetzt aber immer noch kein magischer Stein. Königstiger sind 10 Kaka wieder. Exos. Kriegen wir noch der 10er Stack Exos voll. 3 Truhen noch. Sieht schlecht aus, was den magischen Stein betrifft. Letzte Truhe. Come on. Gib mir einen magischen Stein. Und er gibt mir keinen magischen Stein. Das waren jetzt erstmal, ja, wenn das Band fehlschlägt, sage ich zweimal, waren das so circa 7 Won, miese ungefähr. Aber naja, gut. Hätte ja klappen können, wäre da ein magischer Stein rausgekommen, wäre mein Profit gewesen, aber so leider Gottes nicht. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch mal wieder gefallen. Lasst gerne ein Like da, würde mich freuen. Denkt dran, falls ihr Bock auf Medien 2 habt, euch über den Registrationslink von mir unten in der Beschreibung zu registrieren. Damit unterstützt ihr mich natürlich kostenlos. Ansonsten würde ich sagen, haut da rein, euer Simply. Ciao, Freunde.